kommt wir jeweils zu mir. Da gibt's Ärger. Ich sag ja, dann gibt's Ärger. Aber sie wollen doch alle zu mir und nicht zum Vordermann. So viel könnte man sagen zum Thema, der schnappt mir meine Fahrgäste weg. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Graben. Einmal im Graben gelandet. Wo fährst du überhaupt hin? Du fährst nach Fichtenwald. Achso, das hatte ich ja vorhin schon geguckt. So, wo geht's da hin? Muss ich da lang fahren? Nach Dorbranscheid? Nee, eigentlich nicht. Ach so, ja doch, muss ich schon, weil da in die andere Richtung geht's nicht. Nächste Haltestelle. Steinstraße. Das war durchaus etwas schnell. Das gebe ich ja zu. So, jetzt haben wir den anderen Kollegen nicht mehr vor uns und können wieder normal an der Haltestelle halten. Wie sich das gehört. So, wie lang ist die Linie eigentlich insgesamt? Gut. Ein Stück haben wir noch vor uns. Ein ganzes Stück. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, habe ich im Rückspiegel gar nicht gesehen. Als ich kurz so rüber geguckt habe. Zumindest ist er mir nicht aufgefallen. Das müsste ich korrekterweise sagen. So. Einmal raus mit mir. Danke, dass du mich gleich rauslässt. Sehr freundlich von dir. Schon wieder ein Bahnhof. Wir sind wahrscheinlich im Stadtteil Dora. Und da muss man schließlich auch an den Bahnhof hier fahren. Ein Lidl. Ist ja schön. Das scheint mir aus dem Discounter-Set zu sein. Muss ich da vorne halten? Ist das Dora Bahnhof? Nee, aber Haus für Kunstgeschichte, da muss ich auch hin. Da war ich schon wieder eins zu früh. Eins zu zeitig war ich schon wieder. Sü. Wollen wir uns das ja auch mal angucken. Wir sind hier gar nicht so. Hier ein schöner Lidl. Ein bisschen grün. So finde ich, sieht eine Map aus. So hat eine Map auszusehen, so sieht sie cool aus. Was hier so ein bisschen engere Bebauung. Dann hier mal mit so Einkaufsplätzchen mal in so einer Grünfläche. Und dann allem drum und dran. Das finde ich cool. Das gefällt mir. So. Haus für Kunstgeschichte. Einmal anhalten bitte. Nicht zu weit fahren. Das macht sich auch nicht so gut. Der will uns bestimmt noch nicht rauslassen, aber danach können wir fahren. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja doch, das ist Busspur. Dann bleiben wir doch hier drüben. Wenn das Busspur ist, dann wollen wir die doch auch nutzen. Ah ja, sehr großer Nutzen. Hat sich ja gelohnt. So, jetzt kommt erst der Dora Bahnhof. Der Bahnhof in Dora. Nicht in Dover, sondern in Dora. Der Retarder in diesem Bus ist herrlich. Der bremst einen gefühlt nicht ab. Ah, jetzt fahren wir schon ein Stück weiter raus. Beziehungsweise ein Stück... Naja, Landstraße will man es nicht nennen, aber so ein Stück Umgehungsstraße würde ich das glatt mal nennen. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt nicht den Bus, der hier großartig für Überland geeignet ist, weil der hat einen, glaube ich, eine Drosselung bei 70. Hallo, Kollege.
Ein Kreisverkehr. Ich liebe Kreisverkehre. Ich mag die. Zweite Ausfahrt. Kann ich mir merken. So. Einmal wieder ausgleichen. Dankeschön. Es ist zu warm. Ja, die Heizung kann ich vielleicht auch noch ausmachen. Das macht Sinn. Nicht gleich alle Heizungen anzulassen. Machen wir mal hier die Fenster auf. Da noch ein bisschen frische Luft rein. Ich sehe nichts, also kann ich auch ohne Probleme reinfahren. Oh, das ist ein großer Kreisverkehr. Da kann man ja ganz entspannt durchfahren. Sogar mit Schallschutzmauer. Das ist ja auch cool. Halte ich hier? Ich glaube mal nicht. Weil das ist nicht der Bahnhof. Noch ein Kollege. Mensch, kommen einem hier viele Kollegen entgegen. Ah, das ist auch schön, wenn man hier viel Betrieb hat. Das finde ich immer cool, wenn man öfter mal einen lieben Kollegen sieht oder nicht einsam umherfährt, wie es beispielsweise auf Krefeld der Fall ist. Wo man dann umherfährt und nie einen Kollegen sieht, das ist dann auch doof. Dann lieber mal ein zu viel als ein zu wenig. Bordstein. Das ist hier jetzt Dora Bahnhof. Aber auch hier schon wieder die ganzen Gebilde, die es hier gibt. Das finde ich alles richtig schick aus. Ah ja, hier. Der Zug, der als Statistic Vehicle hier steht. Und wir müssen dann geradeaus fahren. Ich darf mich ja hier vorbeidrängeln und dann hier reindrängeln. Das ist ja gestattet und wenn der es sich über sich hier gehen lässt und das mitmacht, dann ist es umso schöner. So. Komm, noch einen Millimeter weiter vor. Ich will da... Wobei, ich muss hier gar nicht halten. Ich will ja mal überall halten, aber ich bin so eine Expresslinie wahrscheinlich, deswegen eh... So, du darfst auch noch fahren. Kann ich nämlich auch wieder beschleunigen. Ja. Ich muss sagen, die Gestaltung hier finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und es ist, gefällt mir auch richtig gut. Und ich bin auch ein großer Fan von abwechslungsreichen Texturen. Und wirklich sehr schöner Gestaltung, wie man es hier halt eben auch hat. Oder auch mal hier sowas so Kreativität. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich vom Map-Bau mich mehr oder weniger distanziert habe. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ja. Wie gesagt, weil ich... das ist der Grund, warum ich mehr oder weniger vom Map-Bau distanziert habe, weil ich einfach nicht immer so großartig viele Ideen habe und auch von der Gestaltung her nicht so bewandert bin. Und wenn ich dann sowas sehe, ist dann immer so, wenn man sowas gebaut hat und das von sich aus richtig cool findet und dann sowas sieht, wo man sich dann denkt, okay, das ist einfach noch um 10-faches besser als das, was du vielleicht gebaut hast, dann schwindet da bei mir auch immer so ein bisschen die Motivation und wo ich sage dann, das ist dann nicht so das Wahre, was dabei rumkommt. Ja, weil wenn man sich das hier anguckt, das sieht schon richtig herrlich aus. Auch alles mögliche und es ist halt auch ein großer Aufwand, dann hier die Kreuzung, alles mögliche. Hier auch die Objekte mit den Strommasten, alles sind so Details, die man dann ganz schnell auch mal übersieht. Und ja, da muss ich dann schon sagen, da überlasse ich das Mapbau lieber anderen Leuten oder den Mapbau lieber anderen Leuten. Da kommt dann definitiv Besseres bei rum, wie man hier bei dem Beispiel doch ganz schön sieht. In der Hoffnung. Das klingt doch nett. So, das war etwas stark gebremst, aber dafür kann ich nichts. Das musste so. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes noch in der Hoffnung? Genau.
Noch ein paar Minütchen sind's. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich das auf eine Folge nehme oder als zwei. Ich glaube, ich mache aber zwei draus. Das werdet ihr dann gesehen haben. Weil ich musste ja schließlich vorher schneiden. Ja. Hab ja noch ein bisschen Zeit für die anderen, dann kann ich die ja auch länger machen. Aber es kann durchaus sein, dass das öfter mal vorkommt, wenn eine große Map rauskommt. Oder generell eine neue Map, dass ich dann mal ein paar Folgen um sie zwischenschiebe und mal so gesehen ein paar mehr Folgen um sie bringe, je nachdem wie es in der Zeit halt auch passt. Ich hatte jetzt einfach relativ zeitig Schluss von der Schule her, sodass ich mich dann hingesetzt habe und hier aufnehme gerade. Es passt zeitlich relativ gut. Ah, das ist halt auch nicht immer dann der Fall. Oh, hier ist das Ikea. Ich hau mal kurz einen Warnblinker rein. Einfach damit man sieht hier, wir stehen hier. Achtung, Vorsicht. Nicht mich umfahren, bitte. Ach, das hier ist richtig schön gestaltet, finde ich. Auch hier mit Auffahrten als Parkhaus so gedacht. Oder als Parkdach. Richtig cool. Ah, der ist aber auf der anderen Spur. Das stört jetzt nicht so sehr. Da kann ich ruhig auch fahren. Muss halt nur auch auf seine Spur mit. Das ist halt so insgeheim das Problem. Ah, wir müssen auf die Autobahn. Da können wir jetzt nochmal richtig zeigen, was in uns steckt, beziehungsweise im Bus steckt. Naja, so viel zeigen kann man da auch nicht, weil, wie ich bereits erwähnt habe, der Bus nicht allzu viel hergibt. So, wir fahren Richtung A575, wie da vorne schon an dem Schild zu lesen ist. Die 811 würde Richtung irgendwas anderes fahren, das kann ich von hier aus nicht ganz lesen. Staugefahr, FRLZ Zentrum. Mhm. Achso, der fährt zum, der 811 fährt zum Factory Outlet. Der fährt da dahin, wo auch hoch groß steht Factory Outlet, also dahin fährt er. Also nicht da hoch, aber so in die Richtung da. Währenddessen wir hier aufs schöne Autobahnchen fahren. Oder auf die Autobahn. Autobahnchen ist jetzt etwas falsch ausgedrückt. Ich wollte den Satz nur grammatikalisch richtig formulieren. Weil ich auf schöne, aufs Schöne gesagt habe. Und da passt Autobahn halt nicht mehr ganz so. Auf das schöne Autobahn. Das passt nicht ganz so, deswegen habe ich das Autobahnchen draus gemacht. Aber naja. Ich muss darüber jetzt nicht noch mehr philosophieren, wird eh nicht besser. Ah, und hier geht's dann zu diesem Outlet. Das ist ja mal richtig schick gemacht. Das ist ja mal richtig schick gemacht. Wir fahren auf die Autobahn. Das finde ich auch toll. Oh, ja. Dann sollten wir auch auf die Autobahn fahren und nicht stehen bleiben und nur sagen, dass wir hinfahren. So, jetzt habe ich natürlich intuitiv den falschen Bus genommen. Weil, wie gesagt, er ist auf der Autobahn nicht so bewandert. Es gibt durchaus einen Citaro mit einer besseren Motorisierung. Ich habe aber den genommen, weil ich den vom Motor-Sound her ganz cool finde. So, die 120 schaffen wir leider nicht ganz. Aber wir haben ja eh nur, wir dürfen ja eigentlich eh nur richtig gesehen 60 fahren, weil wir ja stehende Menschen an Bord haben. Wobei das so geregelt ist, wenn sie sich hinsetzen könnten, dann dürfen wir trotzdem 80 fahren. Aber, wow, wir schaffen sogar. 75 oder 76. Ja, aber mehr eben auch nicht. Mehr eben auch nicht. Dann würde sich dann schon ein Überlandbus mehr lohnen. Wobei der sich auch auf der Linie 23 lohnt, die wir wahrscheinlich auch fahren werden. Die dann doch ein ganzes Stück abfährt. Da werden wir vielleicht sogar mit dem Setra fahren, also mit dem S319UL. So, ist hier Stau oder was? Oder wieso fahrt ihr so langsam? Bin ich ja mit meinen 70 oder 75 schnell unterwegs. Und da ist unser Gegenkurs, hallo. So. Damit wir auch ja nicht in Bedrängnis kommen, fahre ich jetzt einfach mal auf die Außenspur. Damit wir hier ganz entspannt vorbeifahren können. Weil der Autofahrer werden sich auch denken, cool, und sie überholt einen Bus, einen Linienbus auf der Autobahn. Was wir wahrscheinlich auch machen werden, ist den ALX fahren und das mit dem Volvo. Das ist bestimmt cool. Ja, der ALX fährt sich nämlich durch dann.
eingeordnet, weil wir ja hier eh gleich runter müssen. Naja, so viel Abbremsen brauchte ich da jetzt auch nicht. Ich komme ja eh nicht schneller voran. So, hier muss man dann runter von der Autobahn Richtung Markscheid. In 500 Metern erst, da kann ich nochmal drauf drücken. Kann ich nochmal den Motor richtig auslasten, wobei die Bremsen kann ich mich jetzt auch schon leicht runterbremsen. Ja. Also so ein Stück Autobahn finde ich eigentlich ganz cool mal drin, dass man so ein kleines Stück noch drin hat. Wie hier jetzt. Nochmal, da ist ja eine Expresslinie, ist nochmal so ein außenstädtisches Örtchen. Ihr müsst, wenn ihr die Spur wechselt, das muss man der OMSI-KI noch beibringen, dass wenn sie die Spur wechselt, sie nicht auf Null bremsen muss und dann oder in Schrittgeschwindigkeit wechseln muss, dass man das auch dynamisch machen kann. Das ist halt noch so ein großes OMSI-KI-Problem. Dann kann ich da auch nicht mehr reagieren. Wenn der meint, er muss auf fast von 80 auf 10 abbremsen innerhalb von 10, 20 Metern, dann kann ich dann auch nicht bremsen, zumal mein Bremsweg noch ein bisschen weiter ist. Und die OMSI-KI ja sowieso abbremst, wie es physikalisch nur sehr, sehr schwer möglich ist. Sagen wir, ein Smart mit einer LKW-Bremse von einem 40-Tonner aushusten, dann passt das bestimmt. Also von der Stärke her, sage ich jetzt mal. Dann könnte das vielleicht hinkommen. Aber naja. Man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken machen über so einen Kram. Ist ja eh nur unwichtig. Huch. Oh, hier geht eine Bahnstrecke lang davon, wie ich sehe. Oh, das ist bestimmt ein Friedhof hier. Ja, mit ganz vielen Steinchen. Der erste, der meine Fahrkarte kaufen will. Ich gebe das aber so schnell aus. Dann hier noch mit so einem schönen Weg drüber gezimmert. Ach, sieht das schön aus. Es ist doch schön. So. Und wir sind auch noch pünktlich, das passt auch. Ja gut, und bei der Zeit, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, mache ich definitiv zwei Folgen draus, weil das wird sonst zu lang. Ach, der ALX fährt ja auch lang. Oder... nur manchmal oder nur in die Richtung vielleicht, keine Ahnung. Das werden wir herausfinden, wenn wir ihn selber fahren. Ich weiß, ich bremse gerade etwas stark ab zum Ende. Also, ich mache das nicht so schön sachte gerade, weil wir halt auch zum Stehen kommen sollen. In möglichst kurzer Zeit. Naja. Dürfen wir hier wieder eine halbe Phase warten, bis wir wieder dran sind. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass wir dann noch nicht mal rüberkommen, weil wenn ich gucke, wie viele gerade rübergekommen sind, war die Ausbeute nicht sehr groß. Wie warm ist es überhaupt im Bus 23 Grad? Das geht voll. Das geht voll. Ja. In der Tat, das geht voll. Und hier haben wir übrigens das Phänomen, was ich letzte Folge auch angesprochen habe. Da denkt ich mir ein Gelenkbus und hält auch entsprechend Abstand zu mir, als wäre ich ein Gelenkbus. Obwohl ich überhaupt kein Gelenkbus bin. So, hier müssen wir gleich rein in diese nette Straße. Wenn die Ampel dann grün wird. Naja, na, geht doch. Geht doch. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass die auch fahren. Dass wir auch rüberkommen. Huch, jetzt habe ich Escape gedrückt, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte F1 drücken. Taste um ein Millimeterchen verfehlt. So, da kommen wir noch drüber, der hinter uns hat dann Pech. Aber nochmal eine Phase zu warten, das wäre es mir jetzt nicht wert.
Eine Commerzbank. Bestimmt ein Hamburger Objekt, wie es aussieht. So, wir sind noch ein knappes Minütchen zu spät. Nächste Haltestelle, Schwartenberg, Kirchen, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Ja, also der Ton hat mir schon mal gefallen. Also der Bimmelton. Der war cool. Der Scheiße. Ah, so eine kleine Endstelle hier nur. So einmal zum Drehen. Was will ich überhaupt halten? Ah ja, Terminus und Einstieg. Da wir hier kaum Zeit haben, ja, 2 Minuten. Ist das nicht so ganz dramatisch? Also würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich im Alheimer Teil, damit ich so ein bisschen unterschiedliche Sachen zeige. Naja, dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.